Sie den da, den kleinen Pummeligen mit dem Geigenkasten? Er heißt Schüttepo. Er geht durch die Straßen Bonz. Das kleine Städtchen befindet sich in seiner Hochblüte. Im politischen Lotto den Hauptgewinn gezogen, denkt Schüttepo und lenkt seine Schritte in Richtung Verteidigungsministerium. Denn er will teilhaben am Hauptgewinn. Er hat es satt, immer wieder ein Los zu ziehen, mit sich herumzuschleppen, es als sein Los anzusehen und schließlich als Gewinn zu betrachten was sich am Schluss immer wieder als Niete entpuppt. Diesmal gehe ich auf Nummer sicher, sagt sich Schüttepo, betritt das Bundesverteidigungsministerium und lässt sich vom Pater Noster in das Vorzimmer des Grafen Baudois hiefen, Chef des Aufnahmestabes für Staatsbürger in Uniform, Abteilung Zweite Wahl, Untere Dienstgrade. Sicherheit und Selbstvertrauen ist für einen Mann im Alter Schüttepos, Jahrgang 1922, Musiker, Unteroffizier, Bürgermeister AD, Selbstverständlich. Man erwartet ihn schon. Er tritt in den Kreis des Aufnahmestabes. Freundliche Männer in Zivil, ohne Bauch, Rauch von Zigaretten in der Luft, ein Pfeifenschwaden dazwischen, englischer Krollschnitt und parfümiert. Mein Name ist Oberst Graf Boudoir, sagt der Pfeifenraucher, während die anderen Herren, grüß Gott und zackig ist er nicht, murmeln. Nur einer sagt Tachchen. Sie wollen Feldwebel in der Bundeswehr werden, fragt Graf Baudois. Und Schüttepo spürt, wie überflüssig die Frage des Grafen ist, denn der Tonfall war absolut wissend. Ich würde mich gern und feuereifrig in der NATO als Musiker betätigen, im Range eines Feldwebels Gehaltsstufe 7b mit späterem Anrecht auf Garnisonsbetrieb, sagt Schüttepo und setzt sich, längere Fragen erwartend. Es kommen aber nur kurze, dafür viele. Was waren Sie, Herr Schüttepo, bis heute? Bürgermeister von Duffusen, Südwestdeutschland. Warum sind Sie nicht mehr Bürgermeister? Habe nicht mehr kandidiert. Warum nicht? Möchte Europa verteidigen helfen. Zu welchem Behufe? Liebe Smokingbrüste und Stehkragen. Setze größte Hoffnung auf Politik der Stärke. Wie lange waren Sie Bürgermeister von Duffhusen in Südwestdeutschland? Von 1945 bis heute. Warum nun plötzlich nicht mehr? Hatte keine Aussichten auf Wiederwahl. Na nun, in Wieso? War ein besserer Kandidat vorhanden? Name? Seppel Stuka. Warum war der besser? Hatte Skandal mit mir aufgedeckt? Intimsphäre? Nein. Zucht mit Unabhängigen und Zucht mit Abhängigen? Weder noch. Und? Äh, es handelte sich um Anhängiges aus dem Jahre 1945. Militärischer Natur? Nein. Dunivetti. Da haben wir was. Waren Sie deutscher Soldat? Ich bin dem deutschen Soldaten, der ich damals war, heute noch dankbar. Warum? Er hat mir das Leben gerettet. Waren Sie Drückeberger? Keine Chance. In vorderster Linie. Ich war die rechte Hand von General Pulaus und die linke. General Pulaus? Dunivetti, aber wieso beidhändig? Ich spielte Geige für den Herrn General. Ah so, Sie waren in der strategischen Planung. Es ist mir abhanden gekommen. Treu bis zum Tod. Ersteres vor letzterem. Sie wollen nun Feldwebel in der Bundeswehr werden. NATO bitte, wenn es geht. Freude durch Stärkere. Kraft durch Integration. Sie wissen, dass ein Soldat äh, Ausbildung haben muss. Wissen Sie das? Ich nehme es in Kauf. Warum? Ich bin als Musiker nicht mehr in der Lage, meinen privaten Existenzkampf eigenhändig zu bestreiten. Darum will ich die Freiheit Europas verteidigen helfen. Das unüberwindliche Bollwerk der NATO bereichern. Frankreich und Deutschland und den Rest der Randstaaten. Kraftstrotzendes Abendland. Ein deutscher Feldwebel bittet um Aufnahme. Genug gesühnt, nun sollen die anderen schuldig werden. Meine Geiger habe ich mit. Militärmusik auf meine Art. Erwünscht? Keine Fragen mehr. Die Herren des Aufnahmestabes erheben sich und gehen. Kann aufgenommen werden, der Schüttepo. Gar nicht schlecht, der Mann. Schön, wenn man mehr davon hätte. Fiedelt für Europa. Autodidaktische, aber ehrliche Töne. Grundvoraussetzung für konventionelle und atomare Vergeltung vorhanden. Überlebenswille, Existenzangst, Plus Plus, Zukunftsbewältiger. Schüttepo kann wieder Soldat werden. Augenblick noch. Einer der Herren bleibt in dem nüchternen Aufnahmebüro. Der Oberst Graf Baudouin. Gratuliere, Schüttepo. Danke, Oberst. Wo haben Sie Ihre Geige? Hier, Herr Graf. Erfreut packt Schüttepo die Fiedel aus. Das hätte er nicht gedacht. Dass er schon hier zum Streichen der Dame kommt. Eifrig zieht er den Bogen durchs Kolophonium, es staubt ein bisschen. Spielen Sie mir was, Schüttepo, bevor wir in die Champagne zur deutsch-französischen Einheit kommandiert werden. Oberst Graf Baudouin lehnt sich in Erwartung des kommenden Genusses in den Sessel und stopft sich ein Pfeifchen. Englischer Krullschnitt, unparfümiert. Was soll ich spielen? fragt Schüttepo ein wenig zaghaft, denn er befürchtet, dass ihn der Oberst nunmehr musikalisch prüfen will. Soll ich Ihnen was Französisches zirpen? Das kann ich am besten. Ein Pfeifenschwaden voll angenehm sachlichen Geruchs zieht aus des obersten Mund. Dann sagt er langsam und prononciert, Spielen Sie mir die Serenade in A von Hase Panier. Schüttepo hatte schon mit dem Bogen ausgeholt. Nun stutzt er. Die Serenade in A? Schüttepo kann es kaum glauben. Feierlichkeit überzieht sein Gesicht. Er beginnt zu spielen. Dem Staatsbürger in Uniform ins Ohr. Das war 1940 im Café Vaterland in Berlin. Gestern war der Krieg mit Frankreich zu Ende gegangen. Das heißt, wir hatten gesiegt. Ich nicht. Ich spielte Bassgeige im Orchester Sigismund Zupf. Alle meine Kollegen hatten mitgesiegt. Sie waren längst eingezogen. Sie waren Soldaten in Polen gewesen. Sie hatten schon in Polen gesiegt. Nun hatten sie auch Frankreich besiegt. Alle meine Kollegen. Der Trompeter war bei einem SS-Musikchor. Der Posaunist am Soldatensender West, die erste Geige im Offizierscasino in Warschau, die zweite Geige schlug inzwischen Pauke bei einer Luftwaffeneinheit, die ein eigenes Orchester besaß. Nur ich war noch am Bass und zupfte im Kaffee Vaterland täglich meine sieben Stunden weg. Das heißt, unser Stehgeiger und Kapellmeister Siggi Zupf, der war auch noch hier. Aber sonst nur neue Musiker. Und ich wollte doch so gern von meinem Bass weg. Ich hatte eine Sehnsucht nach Geige. Nicht zu beschreiben. Jeder Bassist hat, ob es zugibt oder nicht, Sehnsucht nach etwas Feinerem. Ich nach dem schlanken Hals einer Violine. Fort von dem klobigen, dicken Holz des Basses, von den abgestumpften Saiten, die Hornhaut auf den Fingerkuppen erzeugen. Hin zu den empfindlichen, für Millionen Nuancen zu benutzenden, feingliedrigen Därmen der Geige, Fiedel, Geige, Violine, das hieß für mich Innenleben offengetragen. Jeder kann tausenderlei Varianten, Tricks und Bluffs erkennen. Auf fein geleimtem Holz flinke, sich ergänzende Finger, vibrierend, hochempfindlich, keine Hornhaut, nichts abgestumpftes, höchstens Blut von den hochgespannten Dünndärmen, Blut, welches Musik macht. Von Statur und Natur war ich kein Geigenfan. Der Bass hatte mich dazu gemacht, der Trott, der schwere Strich, das sture Zupfen und das Hintenstehen. Vorn gehörte ich hin, erste Geige, möglichst im Stehen meiner Erfüllung. Als 1939 der Krieg mit Polen begann, war ich noch ganz zufrieden, dass ich hinten stand im Orchester am Bass. Als dann aber meine ersten Kollegen eingezogen wurden, als sie in Frankreich zogen und mein Kapellmeister Sigismund Zupf mich immer noch am Bass stehen ließ, obwohl ich ihn ernsthaft und eindringlich gebeten hatte, mir die Chance zu geben, einmal vorn zu stehen und seine Geige spielen zu dürfen. Denn so sagte ich, er könne ja auch bald Soldat werden müssen und dann würde ich sowieso erst die Geige werden. Da sann ich doch schon auf Änderung, zumal mir Kollegen, die auf Urlaub kamen, erzählten, sie lebten wie Gott in Frankreich. Musiker beim Kommiss das Höchste, tausendmal einträglicher und großzügiger als in der Heimat. Alle 14 Tage gibt's automatisch Geld, Verpflegung nur in der Offiziersmesse. Und das Wichtigste, Beziehungen. Ungeheure Beziehungen. Nun, als ich solches hörte, kam ich mir doppelt hinten anstehend vor. Eines Tages half mir dann ein Zufall zu meiner ersten Geigenkarriere. Sigi Zupf kam zum Dienst ins Vaterland und sagte mir in der Garderobe, heute könne ich ihn mal vertreten, und zwar hatte er ein Nebengeschäft abgeschlossen. Ein Geiger mit Klavier, beide Allroundmusiker, sollten auf einem Offiziersfest in Dahlem in einer Villa Musik machen, sagte mein Kapellmeister. Das Orchester könne im Vaterland heute Abend mal ohne Bass auskommen. Er zupf leihe mir eine Geige von sich. Er hätte schon einen Ersatzpianisten mitgebracht. Es war Alphonse Hübel, ich kannte ihn von der Musikerbörse Charlottenburg. Und nun sollte ich Offiziersfest in Dahlem. Ich allein, nur mit Pianobegleitung. Geige. Einzige erste Geige. Ich fiel Siggi Zupf vor Dankbarkeit um den Hals. Ich versteh nicht, warum du dich so zum Kommiss drängelst, sagte er. Das wirst du nie verstehen, antwortete ich, weil du stehst ja immer vorne. Geh vorsichtig mit der Geige um, sagte er. Ich habe nur die zwei und wer weiß, wie lange noch Instrumente in Deutschland gebaut werden. Tja, Siggi Zupf, mein Kapellmeister von damals, der hatte gut reden. Er konnte nicht verstehen, was mich reizte wie es im Herzen und im Hirn eines Menschen aussah, der von Berufswegen immer dunkle Töne von sich geben musste. Ich nahm die Geige. Alphonse Hübel und ich fuhren nach Dahlem. Als wir in die Villa kamen, wo das Offiziersfest stattfinden sollte, war noch kein Mensch da. Setzen Sie sich in den kleinen Saal und essen und trinken Sie erst mal was Anständiges, sagte eine Ordnanz. Er sah gut aus und rauchte Pfeife. Wir bekamen Langusten und französischen Champagner. Die Ordonanz plauderte dabei mit uns. Oberst Pulaus ist heute General geworden, erzählte uns der Mann. Ah, sagte ich. Deshalb will er ein bisschen Musik haben. Oberst Pulaus ist Musikenthusiast, plauderte die Ordonanz weiter. Sie meinen General Pulaus, sagte ich und trank vom Champagner. Natürlich General Pulaus. Gut, dass du mich erinnerst, sagte die Ordonanz. Stell dir vor, wenn ich nachher zu ihm Oberst sage, wo er doch befördert wurde, <laughs> der hätte mich vielleicht angespuckt. Pulaus spuckt, fragte ich. Nur wenn zum Beispiel ein Geiger ihm nicht die Serenade in A des bekannten deutsch-französischen Komponisten Hasepanier spielt, plauderte weiter die ordonnanz Ich saß ganz still. Vor sich selber fragte ich nochmal Die Serenade in A von Hasepanier? Es ist seine Lieblingsschlaferwache, seine Tagesmelodie, sagte die Ordnanz. Meine übrigens auch. Oh, meine Stunde schlug. Die Serenade in A von Hasepanier, war meine Spezialmelodie. Es war so ziemlich das Einzige, was ich perfekt bis zum TZ, aber auch bis in das letzte Geheimnis eines großen Violinisten beherrschte. Es war mein Meister vorspiel Stück. Ich war ansonsten ein Autodidakt auf der Geige, aber diese Serenade war mein Leben. Ich konnte sie von Kindheit an es war die scheueste, bangeste, geheimnisvollste Melodie. Sie hatte Tiefen und Höhen, die nie ganz auszuschöpfen, die nie ganz zu erreichen waren. Passagen, in denen das Elementar Unverstandene, das Lockend Berechnende, das kalkulierte Tremolo bis hin zum Crescendo voller Wehmut, Schmerz und tiefster Pein den satten Untergrund bildeten. Ja, diese Serenade kannte und konnte ich. Niemals wird sie jemand besser spielen. Alfons Hübel, mein Begleitpianist, sah, wie meine Augen glühten. Du siehst aus wie ein Zigeuner, Primasch, sagte er. Komm in die Ecke üben, sagte ich. Wenn du mich heute richtig begleitest, haben wir beide ausgesorgt. Wir übten die Serenade in A von Hase Panier. Ich probte auf der Geige von Sigi Zupf, die er mir geliehen hatte, sämtliche für ein Menschengehirn, nur erdenkbaren Varianten dieser unerhörten, göttlich, menschlich, allzu menschlichen Musik. Wir waren gerade in der überaus weichen, hauchig, melancholischen Passage eines musettigen, verlorenen Tons, und ich schob den langen Mittelfinger hoch, um ins Flaschelett hinüberzuwechseln. Alphonse legte einen wunderbaren Akkord unter. Da spürte ich, dass jemand in der Tür stand. Ich spürte aber auch, dass dieser jemand dort schon eine Weile gestanden haben musste. Nun, es war der General Pulaus. Er kam auf mich zu. Kein Wort, sagte er. Keine Erklärung. Ich will nichts hören, außer wie heißen Sie? Beinahe hatte ich es vergessen. Denn ich hatte gewusst, gespürt, hundertprozentig geahnt, dass heute meine Stunde schlagen würde. Schüttepo, sagte ich leise. Der General sah mich an. Zu seinen nächsten Worten drehte er sich etwas seitlich. Ich bin heute General geworden, sagte er ebenso leise. Er sagte es so, als ob er ein empfindsames Kerlchen sei, sensitiv bis in die Biesen, in die schönen neuen Roten, von der Hüfte bis zum Knöchel. Ich habe in dieser meiner Soldatenzeit und besonders seit der Krieg begann schon oft diese, auch meine Melodie, diese Renade in A von Hasepanier in A allen möglichen Varianten gespielt gehört und mir spielen lassen. Ja, ich habe sie selbst schon auf der Mundharmonika für mich intoniert. Jedoch, Schüttepo, was sie da eben aus sich selbst herausholten, ich unterbrach den General. Wir proben hier nur, Herr General. Kein Wort, sagte er und sah mir wieder offen ins Gesicht. Was auch kommen mag, sie bleiben in meiner Nähe, in meiner unmittelbaren Nähe. Sie sind ab sofort zu mir abkommandiert. Ich gehörte von nun an zu General Pulaus Stab. Um 23 Uhr war ich am Bahnhof Zoo. Doch ich hatte nicht mit Alfons Hübels Missgunst gerechnet. Plötzlich stand Siggi Zupf, mein Kapellmeister, vor mir auf dem Bahnsteig. Erstens kündigt man, sagte er. Zweitens klaut man nicht, meinte er weiter. Und drittens bist du das dümmste Schwein, das mir in meinem Leben vorgekommen ist, sagte er zu mir. Aber Sigi, sagte ich, ich habe Angst, weiter nischt. Angst, was zu verpassen, sagte er wütend. Das auch, sagte ich. Dann hast du mir vielleicht aus Angst auch die Geige klauen wollen, sagte er. Nahm sich die Geige und ging. Er hatte mich nie verstanden. Er hatte auch nie die Serenade in A von Hasepanier gespielt. In Paris bekam ich ein Quartier zugewiesen. Und damit hatte ich auch sofort eine neue Geige. Ich wohnte bei einem alten Antiquitätenhändler, der nur seine kleine zweijährige Enkelin Francoise bei sich hatte. Dem Kindchen, das er tagsüber in den Kindergarten brachte, geigte abends immer ein Stückchen als Schlaflied. Der Opa geigte nicht übel. Irgendetwas Französisches aus einem größeren Zusammenhang gerissen. Es klang nicht übel. Diese Geige nahm ich. Nur geliehen, sagte ich. Ich geigte bei allen Gelegenheiten, die der General als solche empfand. Allerdings wurde ich auch eifersüchtig bewacht, nicht, dass mich etwa ein anderer hoher Offizier für seinen Stab wegschnappte. Diese Sorge des Generals war unbegründet, denn so viele Offiziere gab es nicht, die diese Renade in A mit allen Variationen besonders liebten. Aber das wusste der General nicht. Er befürchtete, sie wären alle so wie er. Ich sah tagsüber Paris. Deutsche Lanze an allen Ecken. Ich hatte nichts mit ihnen zu tun. Immer noch in Zivil. Bis eines Tages in mein Quartier die Ordnanz kam. Er brachte mir eine Unteroffiziersuniform. Außerdem ein Papier, wonach ich in Paris bald so viele Rechte genoss wie der General selbst. Zieh das Ding in Zukunft an, sagte die Ordnanz. Pullos sagt, in Deutschland wärst du jetzt auch schon eingezogen. Aber wieso werde ich gleich Unteroffizier? Du bist doch auch Erstgefreiter, sagte ich zu der Ordonnanz, die doch bisher immer recht freundlich zu mir gewesen war. Der General mag mich eben mehr als dich. Ich nahm die Uniform. Offenbar hatte die Ordonnanz Angst, dass ich ihre Stellung beim General erschüttern könnte. Tagsüber sah Paris nun anders aus, weil ich anders aussah. Unteroffizier. General Pullers fand, ich geige besser. Ich hatte mich auf der geliehenen Geige meines französischen Quartierwirts eingespielt. Eines Nachts, ich packte meine Geige ein, kam die Ordnanz. Ich solle noch in die Privatgemächer des Generals kommen. Er war im Pyjama, ohne Biesen. Nur einfache Streifen. Ich sah besser aus als er. Morgen verladen wir, sagte er müde. Interessant, sagte ich. Rüsten Sie sich gut, sagte er sie werden die serenade in a von hasepanier nun öfter spielen müssen mit vergnügen sagte ich wir werden wohl erst in ostpreußen station machen sagte er nehmen sie genügend kolophonium mit und mehrere bogen und nun spielen sie noch ein wenig es wird schlimm sagte general Pulaus. ich fiedelte die zarteste variante der serenade Nachdem ich eine halbe Stunde violinisiert hatte, sagte er plötzlich, Wir werden das schon gut hinkriegen, gemeinsam. Eine Melodie als Talisman, was soll da schiefgehen? Er war nicht müde zu kriegen. Wie spät ist es, fragte er. Hab keine Uhr, sagte ich wahrheitsgemäß. Und übrigens, Herr General, sagte ich, die Gelegenheit beim Schopf fassend, die Geige hier, die gehört mir auch nicht. Was? Ja, sie gehört meinem Quartierwirt. Ein Antiquitätenhändler, der damit abends immer seine kleine zweijährige Enkelin Françoise in den Schlaf geigt. Hier, die Melodie geht so. Ich spielte schnell das kleine Stückchen Französisches, das ich von meinem Quartierwirt gehört hatte. Da wurde er müde, der General. Nur das, sagte er noch. Die Geige requirieren sie, klar? Es war mir nicht geläufig, was der General meinte. Hat Ihnen die Ordinanz nicht einen Schein gegeben? fragte der General, und mir schien, er wolle wieder wach werden. Doch, doch, sagte ich schnell. Alles in Butter, Herr General. Ich re re requiriere. Und besorgen Sie sich eine Uhr. Morgen um 1 Uhr mittags, Bahnhof Nord, Schlafwang, pünktlich. Und rüsten Sie sich, es wird schlimm. Aber wir werden es schon hinkriegen. Kommen Sie bloß nicht ohne Geige. Nacht. Gut Nacht, Herr General. Die Ordonnanz war noch auf. Ich zeigte fragend auf das Papier. Das bedeutet, du kannst nehmen, was du willst. Die Ordonnanz sah mich an, als ob Torschluss Panik sein Lieblingszustand sei. Sag mal, hast du denn hier in Paris noch nie was gebraucht? Doch, 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 sagte ich schnell und nahm mir vor, mich nie wieder im Stabe des Generals nach etwas zu erkundigen, was mit Krieg zu tun hatte. Nur weil wir doch morgen abdampfen und du weißt ja, Franzosen, also die Geige, verstehst du? Es gibt so eine und solche. Ich meine Franzosen und Geigen. Und eine Uhr, hat Pullaus auch gesagt. Ich verstrickte mich immer mehr in Unwissenheit, das Schlimmste, was jemand, der die Serenade kennt, beherrscht und liebt, an sich haben kann. Unwissenheit ist tödlich für Angsthasen. Sag mal, die Ordonnanz wurde unflätig. Was bist du denn für ein Angsthase? Ohne Uhr? Ich hab sie liegen lassen, in einem Puff, sagte ich, um mich zu wehren. Und weiter... »Ich kenne nur einen ganz vornehmen Juwelierladen am Ende der Champs-Élysées, wo ich eine Uhr sah, die ich unbedingt haben möchte, und ich weiß nur nicht, ob auch in so teuren Geschäften dieses Papier...« »Mann, du kannst ganz Paris ausräumen mit dem Schein«, sagte die Ordinanz, »und wahrscheinlich nun doch, ob meiner plötzlichen Aktivität etwas beruhigt. Allerdings, wenn das ein ganz teurer Juwelierladen ist, machst du vielleicht besser eine Haussuchung.« Ich wollte nun nicht mehr fragen, aber ich wusste, dass es noch Dinge gab, die meine Angsthasenhaftigkeit unvollkommen und ein wenig Anfängerhaft machten. Am besten du suchst in dem Laden nach Listen von Widerstandskämpfern, das haut immerhin. Und dann das Papier auf dem Tisch, da sollst du mal sehen, was du für einen ungeheuren Wecker ganz umsonst am Handgelenk hast. Ein Platinstopper erster Güte. Gut Nacht, sagte ich zur Ordinanz. Und entschuldige, aber so eine Reise bringt doch immer etwas Unbill mit sich. Nächsten Tag ging's nach Ostpreußen, anschließend nach Russland. Ich hatte eine Uhr am Handgelenk, ich hatte eine Geige. Ich hatte die Geige des Antiquitätenhändlers requiriert, das heißt, ich hatte sie geklaut. Ich konnte es nicht übers Herz bringen dem Opa, der die kleine Françoise damit in den Schlaf geigen wollte, zu sagen, dass ich requiriere. Dann schon lieber gleich klauen hatte ich mir gedacht und war heimlich damit abgezogen. Und die Armbanduhr? Das ging besser als ich dachte. An irgendeinem Ende der champs gab gab's allerdings gar keinen Juwelierladen. Und da ich auch gar keinen vornehmen Laden wollte, wenn ich nun schon eine Uhr requirieren musste, die Ordinanz hatte ja recht, Angsthase ohne Uhr ist wie ein Fahrradschlauch ohne Luft, unbrauchbar, hatte ich mir einen kleinen versteckten Juwelierladen ausgesucht. Es war zwölf Uhr. Um eins musste ich auf dem Bahnhof Nord sein. Ich hatte meine Klamotten extra schon zum Bahnhof gebracht, im Falle nicht alles glatt ging mit meiner Requiriere. Paar Schritte vom Laden entfernt blickte ich mich nochmals in der Schaufensterscheibe eines Sarggeschäftes von oben bis unten an, übte den bösen Blick, zog das Koppel enger, rückte die Pistolentasche in Sichtweite nach vorn, sprach leise für mich den ersten Satz, den ich im Laden sagen wollte. Dann ging ich. Es klingelte, als ich die Tür hinter mir schloss. Das hatte ich nicht berechnet. Es gab meinem Auftritt in dem winzigen Juwelierladen dummerweise etwas Liebliches. Ein etwa in meinem Alter stehender Mann, 20 bis 23 Jahre, kam von hinten in den Raum und ging hinter den Ladentisch. Tagchen, sagte ich gleichgültig. Es tut mir leid für Sie, aber ich soll Ihren Schmuckschuppen hier mal nach Listen von Widerstandskämpfern durchsuchen. Nun? Der Juwelier machte keine Bewegung. Er stand hinter dem Ladentisch. Langsam ging sein Blick über die Auslage unter der Scheibe im Tisch. Das haben wir nicht, sagte er beinahe akzentfrei. Er sagte es so, als ob ich in dem Juwelierladen nach Speiseeis gefragt hätte. Tja, dann muss ich wohl suchen, sagte ich und rührte mich auch nicht. Stille. Wie kommt man nun weiter? dachte ich. Sie sehen, wir haben zum größten Teil nur Uhren und Schmuck, sagte der Juwelier. Hübsche Uhren, sagte ich. Er war ein schneller Mann, der junge französische Juwelier. Flugs hatte er unter der Scheibe des Tisches eine wirklich schmucke Armbanduhr hervorgeangelt. Ja, die gefällt mir, sagte ich, ebenfalls nicht langsam. Er reichte sie mir über den Tisch. Kostet, fragte ich. Ich sagte das deshalb, weil mir ein Fehler unterlaufen war. Ich hatte die Uhr, ohne sie anzusehen, sofort eingesteckt. Für sie nichts, sagte er. »Schön«, sagte ich und verbarg meine Freude, »passen Sie auf, dass Sie nicht erwischt werden.« »Wobei?«, fragte er, »beim Uhrenverschenken?« »Sie wissen schon«, sagte ich und retirierte nach der Tür, dann drehte ich mich nochmals voll zu ihm um. »Nicht leichtsinnig werden«, sagte ich eindringlich. »Keine Veranlagung«, sagte er und mir schien, er war dabei nicht mehr so wach und auf der Hut wie bei meinem Eintritt, so wie ich ihn eben kennengelernt hatte. Völlig zusammenhanglos, sagte ich noch einen dummen Satz. Also schön, dann wollen wir mal Mensch sein. Wiedersehen. Dann war ich draußen. Später, auf der Fahrt nach Ostpreußen, band ich die Uhr um. Sie war nichts Besonderes. Auf der Rückseite war ein Preisschild dran. Umgerechnet kostete sie damals zwölf Mark. Mann oh Meter, dachte ich. Zwölf Eier hatte ich doch immer übrig für sowas. Schließlich kriegte ich Unteroffizierssold. Ich sah mir die Geige an. Auch die sah nicht nach einem Vermögen aus. Nichts Wertvolles unrechtmäßig an dich gebracht, sagte ich mir. Dann wurde ich wieder zu General Pulaus, in dessen Abteil zur Cocktailfiedelstunde gerufen. Wir fuhren in Richtung Morgenrot. Ich geigte. Ostpreußen geigen. Russland geigen. Vormarsch geigen. Kalinin geigen. Wolga geigen. Rückzug geigen. Smolensk geigen. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Danzig, Stettin, Rostock, Hamburg. Geigen, Geigen, Geigen. Immer länger, immer öfter, immer eintöniger. Und immer gefährlicher. Und immer die Serenade in A von Hasepanier. Und dann kam das Entsetzliche. 1945 war es, in Pforzheim. Den General hatte es nach Süden gezogen. Wir hatten eines Tages im Norden von dem Rest seiner Armeegruppe, die nun wirklich keinen General mehr nötig hatte, eine kurze Absetzbewegung gemacht und waren beide in einem gut erhaltenen Pkw über Kassel, Fulda, Genforzheim gebraust. Etwas außerhalb der Stadt, in einer Scheune, wollten wir schlafen. Morgen wollten wir zivil anziehen. Wir hatten es längst im Auto. Der General fuhr immer selbst. Ich musste, wenn einsame Landstraße war, geigen. Ich hatte schon mal in den letzten Tagen bemerkt, dass es Momente gab, wo die Serenade in A von Hasepanier, so brillant ich sie auch intonierte, den General Pulaus nicht mehr richtig wachmachte. Seine Angst macht schlapp, dachte ich. Und richtig, als ich am Morgen in der Schöner aufwachte, war ich allein. Auto weg, General weg, Zivilsachen weg. Einzig meine Geige lag neben mir im Stroh. Ich legte mich, als ich das Ungeheuerliche bemerkt, geglaubt und unauslöschlich verstanden hatte, sofort wieder neben sie, stellte mich tot. Es war morgens um sieben. Ich zitterte bis abends, bis es dunkel war. Dann riss ich mir die Unteroffiziersklappen von der Jacke, drehte sie um, nahm die Geige und ging querfeld ein. Das einzige Geräusch, was ich verursachte, war ab und zu das Knirschen meiner Zähne. Es war das Geräusch meiner Wut über Generäle, auf die man sich nicht verlassen kann. Weder noch. Als es hell war, stand ich in den ausgebrannten Ruinen eines kleinen Bahnhofs in einer dunklen Ecke, den Geigenkasten an mich gedrückt. Es war nachmittags fünf Uhr. Ich sah es auf meiner Armbanduhr. Da rollte draußen auf dem einzigen Gleis ein Güterzug langsam vor die Bahnhofsruine. Der Zug hielt. Gleich drauf kamen Schritte von vorn, von der Lokomotive nach hinten. Ich hörte Männerstimmen. Eine sagte, Wenn Sie mir, Hauptmann Stuka, befehlen, einige Wagen mit Heeresverpflegung hier in Saukelbach abzuhängen, dann tue ich das, aber nur auf Ihre ausdrückliche Empfehlung. Die andere Stimme sagte, Sagen Sie nicht immer Hauptmann zu mir, nennen Sie mich einfach Seppel. Und quatschen Sie nicht kariert. Der Krieg ist zu Ende. Die Franzosen haben Dufusen fest in der Hand. Das sind zehn Kilometer von hier. Sie wissen genau, in Dufusen ist Hungersnot. Wenn wir hier einige Wagen des Verpflegungszuges abkoppeln, so tun wir das in tiefster Verantwortung für die Bevölkerung von Saukelbach. Die erste Stimme sagte, Bevölkerung? Seppel Stuka antwortete, na, sind wir etwa keine Bevölkerung? Dann gingen die beiden Stimmen vorbei. Die beiden fingen hinten an, Wagen abzukoppeln. Das heißt, nur einen konnten sie abkoppeln. Sie mühten sich arg, ihn auf ein weiter hinten gelegenes Verschiebegleis zu boxieren. Der Krieg war zu Ende. Ich löste mich von der Mauer, an der ich seit morgens klebte, presste den Geigenkasten fest an mich. Am liebsten hätte ich jetzt die Serenade gespielt. Aber ich hörte sie auch so. Unsichtbare Engelschöre sangen sie. Es rauschte in meinen Ohren. Ich hatte auch lange nichts mehr gegessen. Vielleicht war es das. Blitzschnell ging alles. Krieg zu Ende, Verpflegungszug, Duffhusen, Hungersnot. Die beiden da hinten schwitzten beim Verschieben. Da sprang ich auf die Lokomotive, drückte jeden Hebel. Einer war's. Es ruckte sehr, aber der Zug fuhr. Nie mehr in meinem Leben werde ich rausbekommen, wie ich ihn auf dem Bahnsteig 2 in Duffhusen zum Halten gebracht hatte. Jedenfalls, er stand. Ich trat auf den Bahnsteig in Duffhusen, den Geigenkasten an mich gedrückt. Ich wollte mich verkrümeln. Da kam ein Eisenbahner. Er hatte irgendwas an einem Güterwagen meines Zuges gelesen. Bleiben Sie damit hier? fragte er mich. Ich nickte, weil ich nicht wusste, ob nur gerade Kopfschütteln besser wäre. Wie sich später herausstellte, war Nicken genau das Richtige gewesen. Held von Duffhusen nannte man mich die ersten Jahre. Er hat der hungernden Kleinstadt einen ganzen Verpflegungszug gebracht und Tausende von Kindern vor dem Hungertod, Zehntausende vor Unterernährung gerettet, erzählte man von mir. Die französische Besatzungsmacht machte mich zum Bürgermeister. Bis eines Tages Seppel Stuka, der ehemalige Hauptmann, dem der Zug 1945 zum Verschieben gehörte, in die Stadt kam und kandidierte. Mit dem Argument, das nun wieder zukräftig geworden war. Ich hätte damals die deutsche Wehrmacht entscheidend geschwächt, einen Verpflegungszug geklaut. Mit Hunger im Bauch war diese Tat Bürgermeister ehrenwürdig. Aber mit vollem Bauch, ich nahm meine Geige und ging. Schüttepo hat die Serenade in A von Hase Panier beendet. Die Pfeife ist längst kalt geworden. Oberst Graf Baudouin sitzt kerzengerade, hellwach, in seinem Sessel. Schüttepo legt die Geige in den Kasten. Auf in die Champagne zur deutsch-französischen Einheit, sagt der Oberst. Spöttisch? Schüttepo blickt ihm ins Auge. Sie kommen mit. Ich kommandiere Sie ab sofort in den Rang eines Feldwebels, zu meinem persönlichen Stab. Schüttepos Augen leuchten auf. Oberst bei Graf Baudouin stopft neun englischen Kroll ins Pfeifchen. Schüttepo tritt dicht an ihn heran und gibt ihm ein Streichholz. Übrigens, General Pulaus ist Teilbefehlshaber Armeegruppe Champagne, sagt der Oberst langsam. Groß sind die Augen Schüttepos. Man riecht förmlich, wie er Chancen ahnt. Sie kennen General Pulaus? Der Oberst ließ wieder einen angenehm sachlich duftenden schwaden Rauch aus dem Munde. Ich war mal früher Ordonnanz bei ihm, sagt er, diesmal sehr prononciert. Ach, Schüttepo stieß sämtliche Luft aus seinem Körper, denn beinahe, so durchzuckt es ihn, beinahe wäre er diesmal tatsächlich zu spät gekommen. Europa ist stark, die NATO ist vernietet. Deutschland hat an Frankreich alles wieder gut gemacht. Alles? Schüttepo geigt diesmal für Europa, für den Westen. Natürlich hätte er eine neue Fiedel bekommen. Es war aber nicht nötig. Er durfte die Geklaute aus Paris behalten, die requirierte. Alles in einen Topf. Seit wann dürfen eigentlich Brandstifter bei der Feuerwehr tätig sein? Wie dem auch sei. François ist inzwischen über 20 Jahre alt und kann bis heute nicht verstehen, dass es Leute gibt, die Brahms mögen. Der alte Antiquitätenhändler, der Opa François, Schüttepos ehemaliger Quartierswirt in Paris, hatte zwar gesagt, die Geige sei ein ganz altes Erbstück, sein Vater hätte sie ihm vermacht, der hatte sie aber vom Urgroßvater und der hatte sie damals mitgebracht, 1813, aus Leipzig, aus dem Krieg. So durfte Schüttepo die Fidel behalten und in Zukunft weiter die herrlichste Musik Europas für Staatsbürger in Uniform spielen, die Serenade für Angsthasen. Die Uhr blieb auch an Schüttepo's Handgelenk. In dem Juwelierladen auf dem Montmartre befanden sich damals wirklich Listen der Widerstandskämpfer von Paris, als Schüttepo suchen wollte. Man muss heute sehr aufpassen, dass der Juwelier Schüttepos nicht habhaft wird. Es könnte passieren, dass er ihn als Retter der Widerstandskämpfer feiert und ihm ein Denkmal setzen lässt. Das Grabmal des unbekannten Angsthasen. Pilgert im Geiste hin, Leute. Die Angst regiert Europa. Und wenn es diese Serenade eines Tages nicht mehr gibt, wird dann Europa schwächer sein?